Tagesordnungspunkt 23. Bitte schnell die Sitzplätze wechseln, Gespräche sofort nach außen verlagern. Dann können wir auch gut weitermachen. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Hafenstandort Deutschland stärken. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Wenn Sie etwas schneller gehen oder sich hinsetzen, können wir auch schon weitermachen. Ja, Sie dürfen sich alle noch mal begrüßen. So, dann starten wir. Ich eröffne die Aussprache und es beginnt Dr. Christoph Ploss für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen mich zu Beginn der Debatte erst mal mit einem Vorurteil aufräumen, weil man das auch hier bei Debatten im Bundestag, bei Debatten in den Ausschüssen immer wieder hört, nämlich dass die Seeschifffahrt, dass die Seehäfen klimaschädlich seien und dass sogar die Seeschifffahrt an Bedeutung verlieren müsse. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich mal anschaut, was die klimafreundlichste Transportmethode ist, dann ist das eindeutig der Warentransport mit Seeschiffen. Die Seeschiffe stoßen pro Tonne am wenigsten CO2-Emissionen aus. Selbst bei der Bahn werden deutlich mehr CO2-Emissionen verursacht. Und deswegen sind Investitionen in die Seeschifffahrt ist eine Stärkung des Seehafenstandorts Deutschland nicht nur wichtig, damit wir den Wirtschaftsstandort stärken, damit wir den Logistikstandort stärken, sondern eine Stärkung der Seeschifffahrt, eine Stärkung der Seehäfen ist auch enorm wichtig, damit wir die Klimaschutzziele erreichen. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, deswegen ist es auch so wichtig, dass die Bundesregierung, dass die Ampelkoalition einen Paradigmenwechsel hinlegt. Es kann doch nicht sein, dass beim Bundeshaushalt 2023 weniger Investitionen vorgenommen werden. Es kann doch nicht sein, dass die Ampelkoalition ausgerechnet bei der Seeschifffahrt spart, bei Investitionen in Kaimauern, bei Investitionen in die Hafeninfrastruktur. Die vorherige unionsgeführte Bundesregierung hatte mehr investiert, weil wir genau wissen, eine Stärkung der Seehäfen, eine Stärkung des Hafenstandorts Deutschland ist enorm wichtig, damit Deutschland insgesamt stark sein kann. Und damit komme ich auch zu wichtigen Infrastrukturprojekten rund um die Seehäfen. Wir erleben leider, dass die Grünen im Moment Diskussionen anstoßen über wichtige Infrastrukturprojekte, die längst vereinbart und beschlossen wurden. Beispielsweise die A26 Ost. Enorm wichtig für den Hafenstandort Deutschland, enorm wichtig insbesondere für den Hamburger Hafen. Die ganze Hafenwirtschaft hat sich darauf verlassen, dass dieses Projekt geplant und gebaut wird. Und jetzt gibt es Diskussion seitens der Koalition, dass dieses wichtige Projekt infrage gestellt wird. Deswegen wollen wir mit unserem Antrag als CDU-CSU auch eines deutlich machen. Die A26 Ost muss so schnell wie möglich geplant und gebaut werden. Wenn wir über eine schnellere Realisierung von Infrastrukturprojekten sprechen, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass wir Autobahnen, dass wir Schienenprojekte, dass wir so etwas wie die Elbvertiefung schneller planen und bauen müssen. Das dauert häufig Jahrzehnte. Die unionsgeführte Bundesregierung hat in der letzten Legislaturperiode 4 Planungsbeschleunigungsprojekte und Gesetze auf den Weg gebracht. Enak Ferlemann sitzt hier, ist bei der Debatte gleich dabei. Der war damals als Staatssekretär dafür verantwortlich.
Aber das muss jetzt weitergehen. Wir brauchen zum Beispiel auch eine Einschränkung des Verbandsklagerechts, damit wir Infrastrukturprojekte in Deutschland schneller realisieren. Und hier erwarten wir von der Ampelkoalition endlich Handeln. Sie haben sich das im Koalitionsvertrag vorgenommen. Sie haben bisher nicht geliefert. Und deswegen wollen wir mit diesem Antrag erreichen, dass der Deutsche Bundestag hier klare Beschlüsse fasst und in Deutschland endlich schneller geplant und gebaut wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen darüber hinaus auch Investitionen in weitere Infrastrukturen, Autobahnen, Elbvertiefung, in Wasserstoffprojekte, in ganz viele unterschiedliche Bereiche. Ich hoffe, dass Sie mit dem zukünftigen Bundeshaushalt anders vorgehen als bisher. Wir als Union sagen zumindest eines ganz deutlich: Wir wollen schneller planen und bauen. Wir bekennen uns zu versprochenen Infrastrukturprojekten wie der A26 Ost. Und wir wollen, dass der Bundestag hier beschließt, dass mehr in die Hafeninfrastruktur investiert wird. Insofern unterstützen Sie unseren Antrag, senden Sie ein klares Signal in Richtung Hafenwirtschaft, stärken Sie den Hafenstandort, damit die Logistik, damit die deutsche Wirtschaft gestärkt wird, aber auch damit wir die Klimaschutzziele in Deutschland erreichen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion Uwe Schmidt. Und Frau Präsidentin. Ja, oben sitzt eine Hanseatin. Einer hat auch gerade eben vorgetragen, Kollege Ploss. Sage ich gleich was zu, wie Planungsbeschleunigung und Verständigung geht. Moin, Kolleginnen und Kollegen. Am 15. Dezember hat die Esperanza in Wilhelmshaven, das wird Ihnen ja nicht ganz abhanden gekommen sein, festgemacht. Das Schiff dient dort als schwimmende LNG-Plattform. Nach nur 10 Monaten Planung und Bauzeit hat das erste deutsche Terminal für den Import von Flüssiggas seine Arbeit aufgenommen. Mein Dank geht an die Bundesregierung und an alle Beteiligten auch vor Ort in Niedersachsen, die den Bau in Rekordzeit ermöglicht haben. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist das Thema Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt gerückt. Auch nichts Neues. Unsere Häfen haben in Zukunft eine größere Bedeutung bei der Energieversorgung. Das haben Sie eben in Teilen angesprochen, Herr Ploss. Wir müssen uns aber auch bei den Energiequellen deutlich breiter aufstellen. Dazu gehört auch der Aufbau der nötigen Infrastrukturen, damit unsere Häfen als Tor zum Weltmarkt für grüne Energieträger werden können. Und wir dürfen bei der Energieversorgung nicht von einer Ressourcenabhängigkeit in eine Transportabhängigkeit steuern. Um uns dauerhaft unabhängig in der Energie- und Grundstoffversorgung zu machen und die Versorgungssicherheit für unseren Industriestandort zu gewährleisten, benötigen wir eine hochflexible Tankschiffflotte in staatlicher Hoheit. Diese soll nicht nur LNG, sondern perspektivisch auch Wasserstoffderivate transportieren können. Der Bau einer solchen Flotte würde übrigens auch unsere Werften und die Zulieferindustrie auslasten und stärkt damit die maritime Wirtschaft und sichert damit Arbeitsplätze in unserem Land. Zur Neuaufstellung unserer Handelspolitik gehört auch eine strategische Fokussierung auf die deutschen Seehäfen. Das ist richtig, Herr Ploss. Wir stärken unsere Häfen als zentrale Warenumschlagplätze und Energiedrehscheiben. Der Bund steht zur gemeinsamen Verantwortung für die notwendigen Infrastrukturen. Haben wir übrigens im Koalitionsvertrag reingeschrieben, gab es mit der Union vorher nicht so. Viele haben noch die Havarie der Ever Given im Suezkanal vor Augen. Schiffe dieser Größe bergen ein erhebliches Risiko für Bevölkerung, Küste und Umwelt. Das Bundesverkehrsministerium, und der Fährlemann kann da ja ein Lied von singen, der hat da ja lange gearbeitet, hat endlich erkannt, welche hohen Risiken von solchen übergroßen Schiffen ausgehen, wenn diese die Zufahrt zum Hamburger Hafen, den bremischen Häfen oder die Kadettrinne auch in der Ostsee blockieren. Mit der staatlichen Vorhaltung von Präsenzschleppern soll hier vorgesorgt werden. Für den Einsatz von Schleppern auf Bundeswasserstraßen und auf seewertigen Zufahrten in den Häfen soll die deutsche Flagge und damit verbindliche Arbeits-, Sicherheits- und Sozialstandards vorgeschrieben werden. Der Kollege Klatsch hat recht. Einen entsprechenden Haushaltsbeschluss gibt es ja bereits. Bitte setzen Sie den Beschluss zügig im Bundesverkehrsministerium um. Da kann auch der Staatsrat AD auch ein Lied von singen. Das dauert manches Mal ein bisschen lange. Viele europäische Staaten machen das nämlich bereits so. Internationale Großreedereien, die aus marktstrategischen Gründen ihre eigenen Schlepper mitbringen, darf es bei uns so nicht geben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch immer werden 90% des internationalen Warenhandels über den Seeweg umgeschlagen. Unsere Häfen sichern Deutschlands Rolle als eine der führenden Exportnationen der Welt, ohne Frage. Unsere Häfen müssen anfangen, stärker zusammenzuarbeiten. Darum begrüße ich die Entwicklung einer nationalen Hafenstrategie. Die Potenziale der Digitalisierung, Automatisierung und Innovation müssen ausgeschöpft werden, um die maritime Ausbildung und Beschäftigung zukunftsfähig zu gestalten. Die Schifffahrt und die Seehäfen sind nur so gut wie die Menschen, die an Bord und an den Kaien arbeiten. Das haben Sie gar nicht erwähnt, eben Herrn Ploss. Wir müssen die Beschäftigten bei diesem Transformationsprozess mitnehmen und die Arbeitsplätze im gesamten maritimen Cluster damit sichern, dauerhaft. Der Plan zur Erarbeitung der nationalen Hafenstrategie ist ambitioniert. Aber spätestens zur Nationalen Maritimen Konferenz im Herbst in Bremen müssen erste Ergebnisse vorliegen. Ich persönlich wünsche mir die stärkere Einbindung des Parlaments. Wir und Sie haben auch die Expertise. Wir erwarten dann auch greifbare Resultate und nicht nur ein weiteres Papier zum Thema Hafen. Da haben wir genug von. Ich bin sicher, diese Koalition wird auch hier Antworten geben, die in die Zukunft gerichtet sind. Schauen, was geht, nicht immer nur aufzeigen, was nicht geht. Liebe Union, ich hätte mir gewünscht, dass diese Forderungen bereits in den letzten Jahren von Ihnen gekommen wären, die Sie jetzt hier aufgestellt haben in Ihrem Antrag. Da müssten Sie den Antrag heute gar nicht erst einbringen. Das hätten Sie mit uns als SPD schon längst haben können. Dann wären wir jetzt ein gutes Stück weiter. Aber Ihre CSU-Minister hat ja mit Salzwasser nicht so ganz so viel am Hut. Fakt ist, China redet nicht nur von der neuen Seidenstraße. Dort setzt man um, vor allen Dingen zulasten der europäischen Häfen insgesamt. Hier gilt es nicht nur zuzusehen, sondern auch zu handeln. Ihr Antrag ist aus meiner Sicht bereits durch Regierungshandeln dieser Fortschrittskoalition erledigt. Wir geben unsere maritime Infrastruktur, Kollege Bareis, und die exzellenten nautischen Kenntnisse deutscher Seeleute nicht weiterhin preis, wie das unter Union ständig fortgeführt worden ist. Ich sage nur Schiffsbesetzungsordnung, das war Ihr Kollege Dobrindt. Wir treten für die Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen auf europäischer Ebene ein und sichern so die Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen Seehäfen. Dafür werde ich mich weiter einsetzen, bedanke mich und freue mich auf die weitere Beratung. Nächster Redner ist René Bochmann für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, werte Damen und Herren auf den Tribünen an den Bildschirmgeräten. Der Antrag der CDU-CSU zielt auf die Verbesserung der Wettbewerbssituation deutscher Häfen. Ein Ansatz, den wir als AfD-Bundestagsfraktion grundsätzlich unterstützen. Skeptisch stehen wir einer europäischen Hafenstrategie gegenüber, da wir auch unsere europäischen Nachbarn als Wettbewerber in der deutschen Häfen ansehen müssen. Gemeinsame Interessen sehen wir eher mit Binnennachbarländern wie der Schweiz, Österreich oder Tschechien. Diese Kooperationen sollten durch bilaterale Abkommen weiter ausgebaut werden. Dazu muss Deutschland zunächst seine Hausaufgaben machen und tatsächlich wieder ein interessanter Partner zu werden. Seit über 10 Jahren warten zum Beispiel die Elblotsen auf neue Lotsenboote, da die alten marode sind. Die Ersatzteilbeschaffung für die alten Lotsenboote ist nahezu unmöglich. So berichtete es der Ältermann der Lotsenbruderschaft, Kapitän Ben Lodemann, in der öffentlichen Anhörung am vergangenen Dienstag hier in Berlin. Selbst ohne maritimes Verständnis müsste jedem klar sein, dass fehlende Lotsenboote Schiffs- und Warenbewegungen verhindern, auf denen über 40% unseres gesamten In- und Exports basieren. Sie fordern völlig berechtigt den Tiefgang von 9,50 Meter vor den Schleusen in Brunsbüttel dauerhaft zu garantieren. Dafür dürfte der Abriss der Mole 3 jedoch wenig förderlich gewesen sein, um die Verschlickung zu verhindern. Gerade bei Südwestwinden gibt es mit Tiefgängen ab 8 Metern schon gravierende Probleme. Auch dass der Ausbau der Oststrecke zwischen der Ausweiche Königsfürde und Kiel forciert werden muss, steht für uns außer Frage. Das machen wir doch längst, Mensch. Wir sind im Bau. Es ist im Bau, aber wie lange hat es gedauert? Genau das fordern wir bereits seit der letzten Wahlperiode. Diese traditionellen AfD-Forderungen schließen wir uns selbstverständlich und ausdrücklich an. Zur Situation der Bundeswasserstraßen in ihrer Gesamtheit, marode Schleusen und Wehre nach wie vor, das ist unstrittig, Herr Kollege, die seit 1990 laufenden Planungen für den Dortmund-Ems, den Datteln-Hamm und den Rhein-Herne-Kanal. Gleiches gilt für die Neckarschleusen. Genau aus diesem Grund sind schleppende Planfeststellungsverfahren ein Armutszeugnis für unser Land. Die Abladeoptimierung Mittelrhein sowie das Gesamtkonzept Elbe, und da habe ich Sie leider vermisst bei diesem Symposium, Herr Kollege, würde Binnenhäfen in den jeweiligen Regionen stärken.
Allein Elbehäfen wie Aachen, Roßlau, Wittenberg, Torgau, Riesa und Dresden haben ein riesiges Potenzial für unseren heimischen Wirtschaftsstandort. Dazu bedarf es von der sächsischen Binnenhäfen gemeinsam mit der sächsischen IHK geforderten konsequenten Umsetzung der Trimodalität ohne ideologische Scheuklappen. Wir fordern auch weiterhin die Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe, auch im Interesse unserer tschechischen Nachbarn. Ein Staatsvertrag existiert ja bereits, von uns unterzeichnet, aber ich frage mich, warum da nicht nachgefragt wird, warum er nicht von der Gegenseite unterzeichnet wird. Das zweite deutsche Importterminal für Flüssiggas, LNG, hat in Lubmin den Betrieb aufgenommen, wodurch es immer wichtiger wird, die Oder als deutsch-polnischen Grenzfluss auszubauen und schiffbar zu machen. Daran haben auch unsere polnischen Nachbarn ein großes Interesse, aber auch hier bremst Deutschland. Die Vernachlässigung unserer See- und Binnenhäfen sowie der Binnenwasserstraßen steht beispielhaft für die Vernachlässigung der gesamtdeutschen Infrastruktur. Statt deutsche Steuergelder für ideologiegetriebene Ökoprojekte in aller Welt zu versenken, sollten wir nach 10 vergeudeten Jahren endlich an Deutschlands Wirtschaft denken und auch die Infrastruktur bei Bundeswehr und Bundespolizei berücksichtigen. Kleines Beispiel dazu: die Mannschaftsunterkünfte der Bundespolizeiabteilung in Bad Düben und der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch. Weiterhin kann man dann noch mal die Autobahnbrücken, Schleusen und Schiffshebewerke sowie Bahntrassen auf gesamtbundesdeutschem Netz benennen. Der Antrag lässt viele Wünsche offen, geht aber in die richtige Richtung. Lassen Sie uns die maritime Infrastruktur endlich wieder auf Kurs bringen. Werfen wir den ökoideologischen Ballast über Bord. Deshalb Zustimmung für die Überweisung in den Verkehrsausschuss. Unsere Fahrensleute werden es danken. Drehen Sie endlich politisch bei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende. Nächster Redner ist der Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, Dieter Janicek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, leistungsfähige Häfen sind zentraler Standortfaktor für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Ihre Rolle bei der Sicherung der Rohstoff- und Energieversorgung steht zunehmend im Fokus. Die Wettbewerbsfähigkeit der Häfen steht daher im gemeinsamen Interesse von Bund und Ländern. Die Bundesregierung hat eine nationale Hafenstrategie zugesagt, die das nationale Hafenkonzept 2015 ablösen soll. Und die Herausforderungen sind enorm. Es geht um die Verbesserung der Hafeninfrastrukturen und Wasserstraßen, die Stärkung der Hinterlandanbindungen, der Ausbau der Infrastrukturen für klimafreundliche Kraftstoffe und Landstrom. Aber auch der akute Fachkräftemangel in allen Teilbranchen der maritimen Wirtschaft ist eine große Herausforderung, die wir kraftvoll anpacken müssen. Als neuer Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft werde ich mich dafür einsetzen, dass wir mit der Strategie die richtigen Schwerpunkte setzen. Ich freue mich auf die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. Wir wollen die Häfen fit machen für den Ausbau der Offshore-Windenergie. Auch dafür brauchen wir die hinreichende Hafeninfrastruktur vor Ort, um eben Offshore-Windenergie zum Beispiel über die Konverterplattform, Standort Rostock, gerade groß in der Diskussion, hier dann auch nach vorne zu bringen. Wir müssen auch die Möglichkeiten nutzen, die wir in der GWR-Förderung haben, die ja nach der Reform 2022 da ist. Der Ausbau der LNG-Terminals war ein Beispiel, wie es schnell gehen kann. Dieses Tempo brauchen wir in anderen Bereichen auch. Mittel- und langfristig brauchen wir Importstrukturen auch für den Wasserstoff und die Wasserstoffderivate. Auch hier spielen die Häfen eine zentrale Rolle, denn die Wasserstoffstrategie geht nicht ohne die Häfen. Wir brauchen sie, wir müssen sie stärken, gerade in diesem Kontext. Die Häfen sind auch Transformationszentren für die Energiewende. Sie werden als wichtiger Partner bei der Dekarbonisierung der Schifffahrt gebraucht. Ende Dezember haben sich die EU-Partner auf Aufnahme des Seeverkehrs im internationalen europäischen CO2-Handel geeinigt. Das läuft stufenweise mit Rücksicht auf die Industrie, aber es ist ein klarer Plan jetzt Richtung CO2-Freiheit auch im Schiffsbereich. Die Fuel-EU-Maritime-Verordnung wird derzeit noch verhandelt. Auch sie soll verbindliche Minderungsziele dann vorlegen. Wichtig ist uns auch, dass wir Hafentechnologien stärken. Dazu haben wir im Bereich des BMDV-Förderprogramme innovative Hafentechnologien aufgelegt, digitale Testfelder in Häfen zu unterstützen. Das Thema Digitalisierung spielt natürlich auch für mehr Effizienz, Produktivität eine zentrale Rolle, Emissionsreduktion in diesem Bereich. Wir wollen natürlich auch die Wettbewerbsbedingungen uns anschauen, die in der Europäischen Union immer wieder überprüft werden müssen auf faire Wettbewerbsbedingungen. Ziel muss es sein, für internationalen Seeverkehr auch internationale Standards zu setzen.
Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Internationale Seeschifffahrtsorganisation eine Verankerung des Ziels der Klimaneutralität der Schifffahrt bis 2050 jetzt auch wirksam verankert. Dafür darf ich heute ankündigen, dass auch die Bundesregierung jetzt sagen kann, dass Deutschland der Zero Emission Shipping Initiative beigetreten ist. Das Ziel ist, dass bis 2030 10 große Handelshäfen, die mindestens 3 Kontinente abdecken, emissionsfreie Kraftstoffe liefern. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir tun gemeinsam was für die Häfen, für die maritime Wirtschaft. Das wird richtig gut. Vielen Dank Ihnen. Nächster Redner ist Bernd Rixinger für Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wie so oft schafft es die Union, ein Thema zu behandeln, das viel mit der Zukunft von Beschäftigten, Umwelt und Klima zu tun hat, ohne dies in ihrem Antrag auch nur mit einem einzigen Wort zu erwähnen. Ja, es gibt einen kräftigen Investitionsstau bei den Hinterlandanbindungen im Schienenbereich. Die Vernachlässigung des Nord-Ostsee-Kanals, die Kaimauern, die Stellenunterbesetzung bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und beim Landstrom. Es ist aber merkwürdig, dass Sie die Ostseehäfen Kiel, Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund und Sassnitz-Mukran in Ihrem Antrag komplett ausblenden. Gerade bei einigen ostdeutschen Häfen besteht ein dringender Bedarf für Hinterlandanbindungen. Dass Sie dabei zuvorderst an die Straße denken und die Autobahnen, ist einfach aus der Zeit gefallen. Es müsste doch allen klar sein, dass staatliche Hilfen für die Schifffahrt an soziale und ökologische Kriterien geknüpft werden müssen. Wir brauchen dort gut bezahlte, qualifizierte Arbeitskräfte mit guten Arbeitsbedingungen. Zur Gretchenfrage, und zwar zum Ausbau der Hafenkooperation, äußern Sie sich nicht, wenn selbst Antwerpen als zweitgrößter Hafen Europas sich mit Seebrügge zusammenschließt, ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl. Es macht gar keinen Sinn, dass wir an sämtlichen Hafenstandorten Kapazitäten für alle Güter bereitstellen. Das ist weder effizient, noch erhöht sich damit die Versorgungssicherheit. Wir brauchen eine Hafenkooperation der Hafengesellschaften und der Containerterminals in Deutschland. Besser wäre in der gesamten EU. Damit könnte auch gegen die Reedermacht angegangen werden, um zum Beispiel dem Größenwachstum bei den Schiffen und damit hohen Infrastrukturkosten ein Ende zu setzen. Sie sprechen auch die Tonnagesteuerung in Ihrem Antrag an. Die Tonnagesteuer ist eine Unverschämtheit. Hapag-Lloyd in Hamburg schüttete 2022 fast 10 Milliarden Euro Gewinn aus und zahlt dafür 0,67% Tonnagesteuer. Die geforderte einheitliche EU-weite Anwendung ist berechtigt, darf aber nicht zu einer praktischen Nichtbesteuerung führen. Von den deutschen Regelungen profitieren auch deutsche Reedereien mit Schiffen unter Billigflaggen. Andere Länder in Europa wenden die Tonnagesteuer nur für Schiffe unter ihrer Flagge an. Das muss auch für Deutschland gelten. Und die damit verbundenen finanziellen Vorteile müssen verpflichtend mit Ausbildung und Beschäftigung für Seeleute hierzulande verbunden werden, um so wieder mehr Seeleute Know-how in Europa aufzubauen. Ihrem Antrag können wir so nicht zustimmen. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Michael Kruse. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute einen Antrag vorliegen, und der Kollege Ploss hat ja in der Einbringung hier erläutert, dass er einen Paradigmenwechsel in der Hafenpolitik in Deutschland fordert. Dann fragt man sich ja unweigerlich, ja, zu was soll es einen Paradigmenwechsel geben? Und die Antwort lautet, ich glaube, zu der Politik der Großen Koalition. Denn tatsächlich sind ja die meisten Baustellen, die wir jetzt abarbeiten, insbesondere die Aufgaben, die wir uns zur Erledigung in der nationalen Hafenstrategie
aufgegeben haben, die haben wir ja von Ihnen geerbt. Und ich möchte mal ein einfaches Beispiel nennen. Das ist der Bereich des Sedimentmanagements. Im Norden heftig diskutiert, ohne dass es zum jetzigen Zeitpunkt schon eine befriedigende Lösung für all die Tiefseewasserhäfen, die wir haben, geben würde. Insbesondere die Zufahrt zum größten deutschen Hafen in Hamburg ist stark eingeschränkt. Das Thema Sedimentmanagement taucht erstmalig im Koalitionsvertrag der Ampelregierung auf. Es ist erstmalig ein Thema, das so prominent geworden ist, dass sich auch die politische Ebene darum kümmert. Und ehrlich gesagt, ein Großteil der Probleme, die wir in diesem Bereich haben, hätten wir gar nicht, wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, als Sie es noch konnten. Denn eine ganz wesentliche Problematik, die wir hier sehen, ist, dass der Bund ja ein Baggerschiff bestellt hat. Das war eine richtige Entscheidung. Aber dieses Baggerschiff ist leider nie geliefert worden. Wir warten seit 3 Jahren auf dieses Baggerschiff. Das fertigzustellen wird jetzt unsere Aufgabe sein. Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, als Sie es noch konnten, liebe Union. Und ich wundere mich dann auch, dass Sie in Ihrer Analyse wesentliche Bereiche fast ganz aussparen. Ich nehme mal als erstes den Bereich des Infrastrukturausbaus, weil es ja diese Woche auch eines der Kernthemen hier in unserem Hause ist. Im Bereich des Infrastrukturausbaus schaffen Sie es, einen ganzen Nebensatz auf die Bahninfrastruktur zu verwenden. Und das ist ein großer Fehler in diesem Antrag. Denn gerade die Bahnanbindung der deutschen Häfen ist es, die entscheidende Wettbewerbsvorteile liefert. Gerade die Engpässe innerhalb der Korridore in Deutschland sind es, die weitere Verlagerung auf die Schiene behindern. Und deswegen wären Konzepte wie die Ostkorridore oder auch das Aufheben der vielen Engpässe, nehmen wir mal Beispiel Mannheim im Süden, bis dahin reicht es nämlich, das wäre ein wesentlicher Aspekt in diesem Antrag gewesen. Und das ist es auch das, worum sich das Verkehrsministerium mit der Bahn jetzt gerade kümmert. Deswegen frage ich mich an dieser Stelle zum Beispiel, wie an mehreren anderen Stellen, was ist eigentlich der Mehrwert dieses Antrags zum aktuellen Regierungshandel? Denn wir lösen jetzt die Engpassproblematiken, damit wir mehr Verkehr auf die Schiene verlagern können. Wir wissen, dass wir gerade Long Distance über 500 Kilometer die Schiene immer überlegen ist, kostenmäßig, ökologisch sowieso. Und deswegen beseitigen wir jetzt Engpässe. Und dann fordern Sie Planungsbeschleunigung. Sie fordern Planungsbeschleunigung. Da kann ich ja nur sagen, also wir haben jetzt heute, warum ist der Wirtschaftsminister beispielsweise heute nicht da? Weil er das dritte LNG-Terminal in Deutschland eröffnet. Wir haben das mit unserer Gesetzgebung der Ampel im letzten Jahr möglich gemacht. Und wenn Sie jetzt von uns Planungsbeschleunigung fordern, dann ist das irgendwie ein Treppenwitz. Denn wir sind diejenigen, die das gemacht haben, was Sie 15 Jahre wollten und nicht erreicht haben. Wir schaffen diese Planungsbeschleunigung. Und wir haben in dieser Woche ja gerade auch in diesem Haus weitere Gesetzgebung vom Bundesjustizministerium gesehen, um Planungsbeschleunigung noch weiter voranzubringen. Das Gleiche werden wir auch im Bereich beispielsweise des Ausbaus der Erneuerbaren noch sehen. Das heißt, die Planungsbeschleunigung ist selbstverständlich richtig, aber die Ampelkoalition ist es, die hier jetzt die Knoten löst, die so lange zugeknotet waren. Und der neue maritime Koordinator der Bundesregierung, herzlichen Glückwunsch noch zur Benennung, hat es ja angesprochen. Wir wollen Infrastrukturausbauten beschleunigen. Und ich finde, gerade bei der Eröffnung des ersten LNG-Terminals hat man sehr gut spüren können, wie gut das eigentlich tut. Alle waren sie da, der Kanzler, der Vizekanzler, der Finanzminister, alle wollten noch mal mit auf dieses Foto, weil uns etwas gelungen ist, das uns in letzter Zeit nicht mehr so oft gelungen ist. Nämlich, dass die verantwortlichen Politiker auch noch selber erleben, wenn etwas, was sie beschlossen haben, auch eingeweiht wird. Und die positive Energie von diesem Termin, die sollten wir jetzt mitnehmen in viele weitere Infrastrukturprojekte. Denn es tut richtig gut. Und ich gönne allen, wie sie hier da vorne sitzen, weitere viele solche Termine zu Infrastrukturprojekten, die wir hier nicht nur beschlossen haben, sondern deren Umsetzung wir dann selbst noch erleben, dass im Hafenbereich auch an vielen Stellen notwendig. Und das sollte unser gemeinsames Ziel in diesem Haus sein. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Enak Ferlemann für die CDU-CSU-Fraktion. Geschätzte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, navigare necesse est. Für die, die nicht des Lateinischen so mächtig sind, Seefahrt tut Not.
Die alten Römer hatten schon erkannt, dass es wichtig ist, wenn man ein Weltreich führt und Handel und Wandel braucht, dass man dafür Seeverkehrswirtschaft braucht. Im damaligen Mare Nostrum in ihrem Mittelmeer, in der überschaubaren Welt der Römer, hatte man dieses Handelsnetz und damit auch gute Häfen. Die Römer übrigens, die das von den Griechen gelernt haben, die das schon davor konnten. Die Römer waren gar keine so guten Seeleute, die Griechen waren deutlich besser. Aber noch besser waren die Phönizier, die noch viel früher schon erkannten, dass sie ihre Waren, die sie transportieren mussten, am besten über das Seeschiff abwickeln und hatten damals schon eine beeindruckende Hafeninfrastruktur über das damals bekannte Gebiet ausgebreitet. Was lernen wir daraus heute? Auch heute ist es noch so. Deutschland wickelt die große Masse seines internationalen Handels über das Seeschiff ab. Warum? Weil das Seeschiff konkurrenzlos günstig und konkurrenzlos sicher ist. Trotz einiger Piratenüberfälle, die es hier und da gibt, ist das Seeschiff ein sehr sicheres Transportmittel und vor allem sehr günstig. Und deswegen braucht man, um diesen Seehandel zu machen, gute Häfen. Gute Häfen. Und deswegen, Herr Kollege Schmidt, Sie haben sehr vieles sehr Richtiges gesagt, haben mir aus der Seele gesprochen mit vielem. Wir haben ja auch zusammen, ich glaube, eine gute Hafenpolitik gemacht. Kranken wir in Deutschland an einem Problem, nicht was der Kollege Kruse alles aufgezählt hat. Das kann er uns alle schreiben und dann packen wir das in den Antrag mit hinein und dann können wir den gemeinsam beschließen und dann machen wir aus dem sehr guten Antrag einen noch besseren mit Ihren ganzen Ergänzungen. Der wird dann nur sehr lang, aber das passt, weil wir ja, auch ich gratuliere herzlich dem neuen maritimen Koordinator zu seinem bedeutungsvollen Amt und wünsche ihm viel Erfolg und unsere wohlwollend kritische Unterstützung hat er bei seiner Aufgabe. Aber wir müssen einen Kernpunkt oder zwei Kernpunkte ansprechen. Und deswegen ist es wichtig, dass auch dieser Antrag jetzt zur Sprache kommt, weil es eilt, weil es dringlich ist. Wir alle kennen die Daten aus den Häfen, wie die Unterhaltung der Kaikanten ist. Und aus jedem Hafen hören wir, dass das nicht mehr in Ordnung ist. Und dann gucken wir uns die Länderhaushalte an und dann stellen wir fest, dass die mit der Sanierung der Kaikanten vollkommen überfordert sind. Selbst das steinreiche Hamburg, Herr Kruse, wird es nicht schaffen, aus eigenen haushalterischen Mitteln die Hafenanlagen so zu ertüchtigen, wie es eigentlich erforderlich wäre. Das gilt für die bremischen Häfen, für die niedersächsischen und für die Häfen an der Ostsee, Herr Kollege Rixinger, ganz genauso. Und deswegen müssen wir uns zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung aufraffen, wie Bund die Länder unterstützen kann bei der Sanierung der Häfen, beim Ausbau der Häfen. Und bei den Ländern, ja, Herr Kollege, Sie sind ja Haushälter und Sie werden sicherlich federführend dafür sorgen, dass ordentlich Geld in den Norden fließt. Ja, ist natürlich die Frage, wenn denn der Bund so viel Geld gibt, lieber Otto Fricke, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dann muss er auch ein Mitbestimmungsrecht haben. Also nicht so nach dem Motto, die Länder nehmen und bestimmen dann alleine, was kommt, sondern wenn wir als Bund erheblich Geld in die Hand nehmen für die Hafenstandorte, dann muss auch der Bund in gewissen Punkten mitentscheiden und mitbestimmen können. Und das wird eine große Diskussion werden, die wir schon ein paar Mal hatten. Herr Schmidt weiß das, die Länder haben immer auf der Kompetenz bestanden, wollten immer Geld ohne Abgabe von Mitspracherecht. Das wird aber nicht gehen, denn der Druck in den Ländern ist jetzt so groß, dass wir unmittelbar zum Handeln gezwungen sind. Das große Unglück mit dem Leuchtturm in Bremerhaven war ja nur ein Symbol, wie marode unsere Anlagen mittlerweile sind. Und jetzt kommt das Kernproblem, was wir haben. Wenn wir das denn so machen wollen, dann müssen wir das vor allem deshalb schnell machen, weil die Häfen auch für die Energieversorgung dieses Landes wichtig sind. Und das sind, Herr Kruse, nicht nur die LNG-Terminals. Das ist auch der ganz normale Transport, den wir bei allen Energien und Waren haben. Und wir werden die Energiewende nur schaffen, wenn wir die Häfen dafür ertüchtigen. Und auch damit sind die Länderhaushalte heillos überfordert. Wenn wir denn Energiewende wollen, wird es nur mit Häfen gehen. Und wenn es dann nur mit den Häfen geht, dann werden wir als Bund mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um diese Hafenstandorte dafür überhaupt ertüchtigen zu können. Und das sind nicht einige hundert Millionen. Da wird es in die Milliarden gehen, die die Häfen im Einzelnen dafür brauchen. Letzte Bemerkung. Wir müssen auch sehen, dass wir im europäischen Wettbewerb gemeinsam sind. Deswegen ist eine europäische Strategie wichtig, nicht den Ausverkauf der Häfen in alle Welt, sondern in Europa gemeinsam eine Hafenstrategie zu machen und nicht die Häfen in alle Welt ausverkaufen. Wie die Römer schon sagten, navigare necesse est,
Seefahrt tut Not, und dafür brauchen wir gut ausgebaute Häfen. Und ich bitte Sie in der Diskussion im Ausschuss um große Unterstützung für unseren Antrag. Herzlichen Dank. Herr Kollege, vielen Dank für Ihren Beitrag. Aber die freie Übersetzung von Navigieren ist, das heißt, wir fahren blind. Wahrscheinlich das Motto der Union. Aber nächster Redner ist der Kollege Jan Saathoff, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Präsident, herzlichen Dank. Ich habe nur Französisch in der Schule haben dürfen für den Lateinunterricht, den Sie hier reingebracht haben, dann nochmal. Und herzlichen Dank an die CDU-CSU-Fraktion für diesen Antrag, den Sie reingebracht haben. Das ist ja sowas wie eine Ergänzung der maritimen Anträge, die wir sonst immer hatten, alle zwei Jahre. Und ich habe einiges Gutes darin entdecken können und kann mich erinnern an gute Zusammenarbeit mit Rüdiger Kruse. Ich habe auch Dinge in diesem Antrag entdeckt, die wir mit ihm nicht durchführen konnten und die wir nicht verhandeln konnten. Und frage mich jetzt gerade, ob es an ihm lag oder an der Rolle der CDU-Fraktion in der damaligen Koalition. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Kind eines Hafenarbeiters. Und mein erstes Geld habe ich im Emder Hafen verdient. Ausfegen von Viehtransportern, Laschen von Autos bei jedem Wetter im Hafen, Fahren von Autos von A nach B im Hafen. Ich habe am eigenen Leibe gesehen, was es bedeutet, mit meiner Hände Arbeit Geld zu verdienen. Und was das für ehrliche Arbeit ist, die die vielen Menschen in unseren Häfen denn eigentlich leisten, die dafür sorgen, dass der Motor überhaupt läuft, der Motor der Wirtschaft. Und leider, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion, in Ihrem ganzen Antrag ist zur Situation der Hafenarbeiter, zum Wert der Hafenarbeiter, die dazu führen, dass all das Schlaue, was Sie sonst so wirtschaftspolitisch in Ihren Antrag reingeschrieben haben, ist zur Situation kein Wort enthalten. Und ohne diese Arbeiter und ohne ihre Arbeit wäre die Globalisierung und all das, was damit verbunden ist, niemals möglich gewesen. Häfen haben keine Frage strategische Bedeutung. Wir sehen das in Wilhelmshaven, Lubmin. Sie haben strategische Bedeutung für die Energieversorgung und sie haben strategische Bedeutung für die Lieferketten. Und die Häfen sind die Lebensadern der Wirtschaft. Deswegen gehören sie gefördert. Keine Frage. Aber Häfen bedeuten auch Wertschöpfung. Wertschöpfung und Arbeit für die Menschen in den deutschen Häfen und darum herum. Und deswegen ist es nicht egal, ob der Toaster über die Ara-Häfen oder über Hamburg, Bremen oder Emden kommt, beziehungsweise exportiert wird. Aber Wertschöpfung gibt es eben nicht nur über die Häfen in Norddeutschland, sondern moderne Antriebssysteme kommen zum Beispiel aus Baden-Württemberg. Und viele, viele Komponenten, die mit der maritimen Wirtschaft zu tun haben, kommen aus ganz anderen Bundesländern, als Sie vielleicht vermuten könnten. Deswegen haben wir ein gesamtstaatliches Interesse daran, die Häfen zu fördern. Mir ist wichtig, dass wir den Fokus auf die Hafenarbeit selber und auf die Menschen, die in den Häfen arbeiten, noch mal legen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie mein Vater abends nach Doppelschicht sein Notizbuch von der ÖTV rausholte und seine Schichten angekreuzt hat. Wieder mal Frühschicht, Spätschicht oder Spätschicht, Nachtschicht. Und stolz darauf war, dass er damit seine Familie ernähren konnte. Wir haben Digitalisierungsherausforderungen, Electronic Yard Management könnte Arbeitsplätze gefährden. Wir wollen das nicht aufhalten, aber wir wollen es auch nicht hinter den Rücken der Arbeitnehmer machen, sondern mit ihnen gemeinsam gestalten. Wir müssen die Mitarbeiter bei der Transformation in den Häfen mitnehmen. Oder wie man es in Ostfriesisch sagen würde, Knoit het nütje man so genug. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Saathoff. Das müssen Sie bitte für die Protokollführer noch mal aufschreiben, wie man das korrekt macht. Nächste Rednerin ist die Kollegin Susanne Menge, Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt kann ich es nicht mehr stoppen hier. So. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist deutlich geworden, dass wir mit der nationalen Hafenstrategie in dieser Koalition die Aufgaben anpacken. Ich zähle nicht alle auf, aber die wesentlichen zähle ich auf. Und dazu gehört vor allen Dingen unser einziger Tiefseehafen in Wilhelmshaven, der Jade-Weser-Port. Wir müssen die Potenziale dieses Tiefseehafens heben.
Wir müssen die Häfen als Energie- und Recyclingstandorte ausbauen. Wir müssen die Hafen-Hinterland-Anbindung über die Schiene und einen reibungslosen Gütertransport gewährleisten. Echte Hafenkooperation innerhalb der Bundesrepublik und Europas ist eine Aufgabe nach wie vor. Und die Digitalisierung, mehr Digitalisierung statt Schlick, könnte man sagen, in Anbetracht des Antrages, und natürlich die Fachkräfteausbildung. Auf zwei Aspekte des Unionsantrages möchte ich gerne eingehen. Die Fahrendenanpassung. Sie fordern das zuständige Ministerium auf, die Schlickproblematik zu lösen. So steht es da drin. Ihre Lösung steht dafür längst fest, die seeseitige Erreichbarkeit der Seehäfen durch Fahrendenanpassung sicherzustellen. Das heißt ausbaggern. Schauen wir auf die Elbe. Laut Planung, die sich inzwischen als fehlerhaft herausgestellt hat, sollten, dargestellt in einzelnen Szenarien, die im schlechtesten Fall 12 Millionen Kubikmeter Schlick bei der Vertiefung der Elbe anfallen. Aktuell sind es 35 Millionen Kubikmeter, also dreimal mehr. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung schafft es nicht, die Solltiefe laut Beschlusslage zu erreichen. Schon jetzt ist es ein Meter weniger als damals geplant, weil es eben nicht geht. Zitat eines Hamburgers: Alle Argumente gegen die Vertiefung sind durch tatsächliches Geschehen belegt worden. Uns verschlickt da alles. Die Ems soll auch ausgebaggert werden. Die Ems ist in Niedersachsen ökologisch tot. Sie fordern trotzdem das weitere Ausbaggern, obwohl es zu Natura 2000 Flächen intensive Absprachen innerhalb Niedersachsens gibt, die das weitere Ausbaggern in dieser Forderung nicht mehr möglich machen. Fahrrinne Jade-Ems und Jade-Weser in der Nordsee heißt, auch auf die Nordseeinseln zu schauen, und heißt, den Meeresanstieg, dem diese Nordseeinseln jetzt schon ausgesetzt sind, kritisch anzuschauen. Wir haben einen Millionenaufwand jährlich, um den Sand, der abgetragen wird, zu diesen Inseln wieder aufzuschütten. Zentral ist ein zweiter Punkt, die Hafen-Hinterland-Anbindung. Jeder Hafen ist nur so gut wie seine Hinterland-Anbindung. Alle Häfen sind über ein dichtes Fernstraßennetz gut angebunden, sodass da kaum Verbesserungen erforderlich sind. Anders zeigt es sich allerdings in der Anbindung in das Schienennetz. Insbesondere die Hinterland-Anbindung der Häfen Hamburg, Bremen bzw. Bremerhaven sind auf die Schiene dringend angewiesen, und insofern sind diese verbesserungsbedürftig. Wir brauchen in dem Nord-Süd-Korridor deutlich mehr Kapazität für den Schienengüterverkehr, ergo ein Invest in den Aus- und Neubau der Schienenstrecke und die Schienenelektrifizierung. Diese Koalition hat die Herausforderung längst angepackt, und ich wünsche dir, lieber Kollege Janicek, Kraft im neuen Amt, diese Herausforderungen anzupacken. Wir lehnen den Antrag ab. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der fraktionslose SSW-Abgeordnete Stefan Seidler hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Es ist aber als letzter Redner in dieser Debatte das Wort der Kieler Kollege Matthias Stein, SPD-Fraktion. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe, dass die Union hat jetzt einen feurigen Antrag vorgelegt, dass wir im Bereich Hafenstrategie, Infrastruktur so jetzt richtig Gas geben. Und die Union ist jetzt mit 7 Abgeordneten gestartet, und immerhin während der Debatte haben sie jetzt hier ihre Anwesenheit verdoppelt. Das merkt man, dass es ein ansteigendes Interesse für das Thema Hafen und Infrastruktur gibt. Herzlichen Dank dafür. Die Bedeutung der Häfen ist gewichtig für alle von uns. Es geht um Versorgung für Menschen mit Gütern. Wir hätten alle kein Smartphone, hätte es keine leistungsfähigen Häfen gegeben. Wahrscheinlich auch das ein oder andere Klopapier könnten die Menschen dann nicht versorgt werden. Das heißt, die Abhängigkeit ist groß. Auch die industriellen Arbeitsplätze, wenn wir Autos exportieren, sind wir von den Häfen abhängig. Und deshalb brauchen wir eine strapazierfähige, eine widerstandsfähige Infrastruktur und müssen die Aufholjagd der Jahrzehnte des Verschleißes tatsächlich aufholen. Wir wissen das, dass wir gerade im Bereich der Wasserstraßen unsere Geschwindigkeit versiebenfachen müssen, um die Hinterlandanbindung im Binnenstraßennetz zu verbessern. Und auch die Verbesserung im Bereich der Bahn ist dringend erforderlich. Und wir haben gesehen, wie Unglücke dazu führen,
dass große Verluste entstehen. Wir hatten am Nordostseekanal aufgrund eines Pipelines-Unglückes einen Ölunfall, wo wir über 14 Tage den Nordostseekanal nicht bedienen können. Und wir dürfen uns so etwas zukünftig nicht leisten. Insofern müssen wir sorgsamer mit unserer Infrastruktur umgehen. Der Kollege Schmidt hat dann das Sicherheitsaspekt aufgeführt, die Frage immer größere Schiffe und auch die Frage von Arbeitsplätzen in der Seeschifffahrt und auch die Frage, wie wir das machen können mit ordentlicher Arbeitsbedingung auf den Schleppern. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns als Sozialdemokraten. Ebenso ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Arbeit der Hafenarbeiter. Das ist das, was Jolan Saathoff angesprochen hat. Das ist uns ein zentraler Punkt als Sozialdemokraten, weil wenn wir deren Arbeitsbedingungen nicht im Blick haben, dann treiben wir auch Schindluder mit unserer Infrastruktur und auch unseren Wohlstand gefährden wir am Ende. Und zum Schluss vielleicht auch noch mal für die, die in der Infrastruktur arbeiten. Das hilft nicht ein Lamentieren über irgendeine sozusagen Turbobeschleunigung, sondern wir müssen gucken, wie wir die Knüppel derjenigen, die für Infrastruktur verantwortlich sind, Stück für Stück beseitigen. Und da brauchen wir in den Verwaltungen ein Mutprogramm, ein Fitnessprogramm. Und dafür stehen wir als Sozialdemokraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5218 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 26, zweite und dritte.